Deutschland ist eine Torhüternation. Bei uns hier in der Bundesliga spielt ja sogar einer der besten Keeper aller Zeiten, und zwar Manuel Neuer. Viermal wurde er Welttorhüter, dazu revolutionierte er das moderne Torwartspiel. Er steht nicht nur auf der Linie und hat super geile Reflexe, nee, er spielt als so eine Art Libero. Jedes Team auf der Welt hätte ihn mit Sicherheit gerne zwischen den Pfosten, aber die letzten 1,5 Jahre hat Neuer die Scheiße am Schuh kleben. Erst die beiden Mittelfußbrüche kurz hintereinander und jetzt eine mysteriöse Verletzung an der Hand. Für den FC Bayern ist das eine Katastrophe. Ihn adäquat zu ersetzen ist unmöglich. Deshalb will ich jetzt mit euch die Frage klären. Ist es richtig, weiter voll und ganz auf Neuer zu setzen, oder braucht man dringend eine Alternative? Eins vorneweg, wenn der FC Bayern etwas richtig gut kann, dann ist es eine Sache: den richtigen Zeitpunkt für den Umbruch verpassen. Das ist kein neues Phänomen, das es erst seit dieser Saison gibt, nee, schon vor über 10 Jahren hat man das knallhart gesehen. Oliver Kahn war damals im Herbst seiner Karriere. Über 500 Mal stand er alleine in der Bundesliga auf dem Platz und allen war klar, bald beendet er seine Karriere und wir brauchen sofort einen passenden Ersatz. Intern stand lange Zeit fest, Michael Rensing wird sein Nachfolger. Keine Frage, ein tolles Talent, sogar U21-Nationalspieler, aber der FC Bayern hat es verpasst, ihm Zeit zu geben, um sich zu entwickeln. Rensing versauerte auf der Bank und durfte nur ab und zu mal ins Tor, wenn Kahn entweder verletzt oder krank war. Das war's. So, Kahn war im Sommer 2008 weg. Rensing warf man ins kalte Wasser, von 0 auf 100 beim größten Verein Deutschlands. Der Druck lastete auf seinen Schultern, die Erwartungshaltung war riesig. Das war von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Und ehrlich, Rensing kannst du da keine Schuld geben. Als junger Profi ist es klar, dass die Leistung schwankt. Manchmal ist man Weltklasse und manchmal greift man daneben und patzt. Jeder junge Spieler braucht Zeit und die bekam Rensing nie. Stattdessen verlor er nach einem halben Jahr seinen Stammplatz und eine lange Odyssee begann. Der FC Bayern suchte und suchte und suchte nach dem neuen Weltklasse-Torhüter. Tja, und fand am Ende Manuel Neuer. Jetzt, und genau deshalb spreche ich das an, droht genau dieselbe Situation wie damals. Als Manuel Neuer mit den Mittelfußbrüchen zu kämpfen hatte, dachte er sogar an sein Karriereende. Ihm war klar, noch so eine schwere Fußverletzung und das war's. Für den FC Bayern wäre das natürlich eine riesengroße Katastrophe. Neuer hat nämlich so eine ganz besondere Präsenz im Kasten. 1,93 Meter ist er groß und er hat dazu so eine Statur wie ein Gorilla. Wenn ein Stürmer auf ihn zuläuft, wird das Tor so klein wie ein Mauseloch. An Neuer kommt einfach fast kein Ball vorbei. Tja, aber genau diese Aura ist jetzt futsch. Seit Neuer aus seiner Verletzungspause zurück ist, patzt er immer wieder. Zum Beispiel gegen den FC Augsburg oder bei Borussia Dortmund. Das kostete Punkte und zeigte, irgendwas stimmt da nicht. Früher hielt Neuer die unhaltbaren Bälle und genau das tut er jetzt nicht mehr. Die Bayern-Bosse stärken ihm logischerweise den Rücken und hoffen, dass er irgendwie wieder zu seiner alten Form zurückfindet. Brazzo sagte in der Sportbild, Zitat: "Er wurde bei uns nie und wird auch nicht in Frage gestellt." Neuer wird Ende März 33, er ist im letzten Drittel seiner Karriere. Intern muss deshalb jetzt diskutiert werden, was passiert nach der Ära Neuer. Um nicht den gleichen Fehler wie vor 10 Jahren zu machen, muss jetzt sein Nachfolger Stück für Stück aufgebaut werden. Aber das tut der FC Bayern nicht. Stattdessen hat man eine klare Nummer 2 im Kader und die heißt Sven Ulreich. Für die Bayern ist das die bequemste Lösung. Ulreich sitzt gerne auf der Bank, meckert nicht und stellt vor allem keine Ansprüche. Wenn er spielen darf, ist er super happy und wenn nicht, mei, dann akzeptiert er das. Dazu kassiert Ulreich nochmal ordentlich viel Geld und hat nach seiner Karriere definitiv ausgesorgt. Angeblich liegt sein Gehalt bei 2,5 Millionen Euro pro Saison. Zum Vergleich, beim VfB Stuttgart, wo er davor spielte, kassierte er 500.000 Euro weniger. Keine Frage, letzte Saison hat Ulreich seine Sache als neuer Backup super gemacht. Da müssen wir ihm echt dankbar sein. Wenn es darauf ankam, war er da und zeigte fast immer gute Leistungen. Trotzdem habe ich zwei Probleme mit dieser Personalie. Erstens, er hat Defizite im Stellungsspiel und ist so ein klassischer Torhüter. Er kann das Spiel nicht von hinten aufbauen, sondern verwaltet eher den Ball. So ändert sich die komplette Dynamik des Bayern-Spiels. Und zweitens, hier ist einfach kein Plan für die Zukunft zu sehen. Ulreich ist eine kurzfristige Lösung. Er ist 30 Jahre alt, also im besten Torhüteralter. Das heißt jedoch auch, dass er nicht die nächste Ära prägen wird. Und genau darauf will ich hinaus. Um beim Karriereende von Neuer nicht in ein Loch zu fallen, ein Torhüterproblem zu bekommen, muss jetzt gehandelt werden. Und da gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten.
Variante 1, man kauft einen jungen Torhüter mit Weltklasse-Potenzial und sorgt so für Konkurrenzkampf. Für Neuer wäre das eine komplett neue Situation. Egal ob beim FC Bayern oder in der deutschen Nationalmannschaft, überall ist er intern die klare Nummer 1. Irgendwie ist nicht gewollt, dass es einen Konkurrenzkampf gibt, oder? Das ist zumindest mein Eindruck. Logisch ist, unterbewusst geht man es dann ab und zu etwas lockerer an. Die Psychologie spielt da eine wichtige Rolle. Aber ich denke, Konkurrenzkampf würde ihm mal ganz gut tun. Neuer könnte wieder bis ans Limit gehen und zeigen, dass er noch hungrig ist. Bei anderen Topclubs hat das auch schon funktioniert, zum Beispiel beim FC Barcelona. Da machte Marc-André Ter Stegen dem etablierten Claudio Bravo so richtig Feuer unterm Hintern. Das machte beide Keeper besser und belebte den ganzen Verein. Dieses Konzept hat nur einen Nachteil. Die Abwehr muss sich jedes Mal neu abstimmen, es gibt keinen roten Faden und ab und zu ist sie deshalb relativ instabil. Deshalb jetzt mal die Frage an euch. Sollte der FC Bayern einen neuen Torhüter als Backup verpflichten, der Ansprüche auf den Stammplatz hat? Ja oder nein, oben im i ist eine Umfrage, da könnt ihr mitmachen und mögliche Kandidaten dürft ihr gerne auch unten in die Kommentare schreiben. So, einige Namen geistern natürlich durch die Medien, zum Beispiel Dean Henderson, ein englischer U21-Nationaltorhüter, der bei Manchester United unter Vertrag steht. Dort macht man es richtig, um Spielpraxis zu bekommen, wurde Henderson in die zweite Liga ausgeliehen. Tja, und genau das könnte doch auch der FC Bayern mit einem Talent machen. Variante 2. Man baut ein Talent aus der eigenen Jugend auf. Oft heißt es, Christian Früchtl steht irgendwann im Bayern-Tor. Er spielt für die deutsche U19-Nationalelf und steht regelmäßig in der Regionalliga auf dem Platz. Seine Bilanz in dieser Saison, 13 Spiele und 8 Mal ohne Gegentor. Das ist eine bärenstarke Leistung, keine Frage. Zeigt aber auch, die Liga ist zu schwach, um den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen. In der TZ sagte Früchtl deshalb, sein Ziel sei es, in diesem Jahr das erste Profispiel zu machen. Aktuell trainiert er jeden Tag mit Manuel Neuer und Sven Ulreich. Das ist schon mal Gold wert, sie können ihm wichtige Tipps geben. Aber Spielpraxis auf Top-Niveau ist super wichtig. Der FC Bayern muss ihm eine Perspektive bieten. Der Vertrag läuft nämlich nur noch bis 2020. Sonst ist er bald weg und sucht woanders sein Glück. Aktuell steht eine Laie zur Debatte. Viel interessanter wäre aber ein ganz anderer Weg, den man mit ihm einschlagen könnte. Mein Vorschlag ist, macht doch Früchtl sofort zur Nummer 2 im Tor und rotiert im Kasten, wenn es mal gegen vermeintlich kleine Gegner geht. So könnte er nämlich schon mal Bundesliga-Luft schnuppern, Erfahrung sammeln und von Neuer, der immer noch einer der besten Torhüter der Welt ist, im Training lernen. Der FC Bayern ist wie so ein Haifischbecken. Wer sich da durchsetzt, kann es überall schaffen. Mir ist eine Sache super wichtig und das dürft ihr bitte nicht falsch verstehen. Manuel Neuer ist für den FC Bayern extrem wichtig. Er ist der Kapitän, eine Führungspersönlichkeit und wenn es mal nicht gut läuft, dann spricht er knallhart die Dinge intern an. Jeder hört ihm zu, respektiert und akzeptiert ihn. Mir geht es in diesem Video darum zu zeigen, was passieren kann, wenn er nicht mehr da ist bzw. seine Karriere beendet. In München muss jetzt der Nachfolger stetig aufgebaut werden. Das dauert 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Jahre, denn der Anspruch und vor allem der Druck im Umfeld ist riesig. Deutlich größer als auf Schalke, in Augsburg, Stuttgart und wo auch immer. Da ins kalte Wasser geworfen zu werden und von jetzt auf gleich Stammspieler zu sein, kann die Karriere zerstören. Ich hoffe, die Bayern-Bosse haben diese Gefahr im Blick und handeln richtig, denn hier passt eine blöde Floskel. Ich hasse mich gleich selbst, wenn ich das sage, ja? Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften. Und der Schlüssel zum Erfolg ist und bleibt nun mal der Torhüter.